bekanntesten Historiker, die sich mit Polen, Russland, der Sowjetunion und Deutschland im 20. Jahrhundert beschäftigt haben. Schon in seinem ersten Buch hat er sich mit der Aktion Reinhardt und der Judenvernichtung im Generalgouvernement beschäftigt. Er hat darüber hinaus bedeutende, wichtige Bücher geschrieben über die sowjetische Russlandpolitik der 20er und 30er Jahre. Er hat ein bedeutendes Werk geschrieben über den Partisanenkampf, den sowjetischen Partisanenkampf gegen die Wehrmacht. Und er arbeitet zurzeit an einem Buch über Häftlingsärzte in Auschwitz. Das ist sein neues Buchprojekt und er gehört zu den Historikern, die sich mit diesem Thema besonders gut auskennen. Vor allem aber ist sein großer Vorzug, den die meisten deutschen Holocaust-Forscher nicht haben, er kann die Sprachen, die man kennen muss, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wie Russisch, Polnisch und Deutsch, während die deutschen Forscher oft nur Deutsch beherrschen und die Perspektive aus den deutschen Quellen behandeln. Das ist ein großer Vorzug und ich hoffe, dass wir heute von ihm viel erfahren werden. Das gleiche gilt auch für Stefan Lehnstedt, der auch diese Sprachkompetenz hat, der an dem Touro College in Berlin Professor für Geschichte ist und lange Zeit am Deutschen Historischen Institut in Warschau gearbeitet hat als Mitarbeiter, Polnisch, Russisch und Deutsch versteht, die Forschung bestens kennt und ein Buch veröffentlicht hat, das jetzt gerade im Februar erschienen ist, mit dem Titel Der Kern des Holocaust. Und da geht es um die Aktion Reinhardt und die Ermordung der polnischen Juden im Generalgouvernement. Auch er ist prädestiniert, über dieses Thema zu sprechen. Ich möchte, um Sie ein wenig, ich bin immer der Auffassung, dass man in ein Thema hineingeführt werden muss, damit man spüren kann, was der Schrecken ist. Deshalb möchte ich, bevor ich ins Thema einführe, aus dem Buch von Saul Friedländer über das Dritte Reich und die Juden einen kleinen Ausschnitt vorlesen. Es wird nicht lange dauern. Irgendwann Ende März oder im Laufe des April fuhr der frühere österreichische Polizeioffizier und Euthanasie-Experte Franz Stangl nach Belzec, um sich mit dem Kommandanten des Lagers, SS-Hauptsturmführer Christian Wirth, zu treffen. 30 Jahre später beschrieb Stangl in seinem Düsseldorfer Gefängnis seine Ankunft in Belzec. "Ich fuhr mit dem Auto hin", erklärte er der britischen Journalistin. "Bei der Ankunft sah man zuerst den Belzecer Bahnhof auf der linken Seite der Straße. Die Kommandantur war auf der anderen Seite der Straße. Es war ein einstöckiges Gebäude. Der Gestank", sagte er leise. "Oh mein Gott, der Gestank, der war überall." Wirth war nicht in seinem Büro. Ich erinnere mich, dass sie mich zu ihm brachten. Er stand auf einem Hügel neben den Gruben. Die Gruben voll. Sie waren voll. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Nicht Hunderte, Tausende, Tausende von Leichen. Mein Gott. Dort hat Wirth es mir gesagt. Er sagte, dass es das war, wofür Sobibor bestimmt war. Und dass er mich offiziell mit der Leitung beauftragte. Etwa zwei Monate später war Sobibor, mit dessen Baumann Ende März 1942 begonnen hatte, in Betrieb. Und Stangl, der aufmerksame Kommandant des Lagers, machte seine Runden im Lager gewöhnlich im weißen Reitdress. In Sobibor wurden während der ersten drei Monate des Betriebs etwa 90.000 bis 100.000 Juden ermordet. Sie kamen aus dem Distrikt Lublin sowie entweder direkt oder auf dem Wege über Ghettos in der Gegend von Lublin aus Österreich, dem Protektorat und dem Altreich. Und während die Vernichtungen in Sobibor in Gang kamen, begann der Bau von Treblinka. Sie haben in diesem Stück, das ich Ihnen gerade vorgelesen habe, schon die Namen der drei Vernichtungslager gehört. Belzec, Sobibor und Treblinka, wo